Jemand sollte ein Feuerwerk erfinden, das Dunkelheit versprüht. Guter Rap gedeiht im Darknet und ist Untergrund geblieben. Seit wann ist UFO 387 nicht mehr Outwatch, aber schießen? Martin Schittler, seine UFOs kontrollieren den Bundestag. Sharon Tate sitzt neu geboren auf dem Thron der Antifa. Und dein Stolz beginnt am Gartenzaun. Mein Trotz sitzt auf dem Apfelbaum. Rotz Weinschorle und Kippenstummel auf dein Mittelklasse Traum. Fuchs und Hase sich nichts mehr zu sagen haben. Ich wuffel mit den Armen und mach Rapmusik im Straßengraben. Yeah, ich schreib schwarze Zahlen 666 auf dein Grabstein. Guter Rap gedeiht nicht mehr im Dreck, nein, Rap muss am Arsch sein. Halt dich nicht an deinem Bier und halt dich nicht an deiner Liebe fest. Ein Freund ist nur ein Freund, wenn er dich selbst bestimmt liegen lässt. Das schönste Kompliment war immer erst Beleidigung und sie ist noch immer die beste Verteidigung. Ich mach auch künstlich interessiert, Studenten denken, ich wär nett. Doch wenn ich wär's, ich bin verdammt, der riecht dein Kopf wie ne Toilette. Das schönste Kompliment war immer erst Beleidigung und sie ist noch immer die beste Verteidigung. Ich bin poetisch wie politisch interessanter Dilettant. Ich schreib Parolen in dein Schlafzimmer und wickel dein Verstand. Versprech dir einen Rosengarten und geh mit dir zu Comic-Con. Berlin, Preuß sind jetzt Modezahn, bunt geschmückte Opferrollen. Ich werd nie aus der Mode kommen, platzieren in den Trenchers. Ich bin nie wieder wie gestern, doch ich werd mich nicht verändern. Ich baue ein Minengebiet auf Splash-Gelände, primitiv, doch letzten Endes würde ich für die Brandrodung mein letztes Unterhemd verwenden. Es wird sich nicht zum Besseren wenden, solang Spotify bezahlt. Doch alle XXL-Bauchtaschen sind vernarbt. Loredana muss im Gulag nicht im Studio schreiben. Sie ist noch nicht mal ein Mensch, wie kann sie Musiker sein? Und ich stammel frech Entschuldigung mit belegter Stimme. Wenn ich komme, gehen die Lichter an im negativen Sinne. Die Technik, Fortschritt, Lüge, sollte Zeit ersparen und Arbeit abnehmen. Fazit, du machst fünf Sachen auf einmal, was für ein Schwachsinn. Denn die Arbeitszeit bleibt gleich oder wird mehr, nur mehr Verantwortung. Stress und Burnout, Depression, aber neues iPhone. Das schönste Kompliment war immer erst Beleidigung und sie ist noch immer die beste Verteidigung. Ich mach auch künstlich interessiert, Studenten denken, ich wär nett. Doch wenn ich wär's, ich bin verdammt, der riecht dein Kopf wie ne Toilette. Das schönste Kompliment war immer erst Beleidigung und sie ist noch immer die beste Verteidigung. Ich bin poetisch wie politisch interessanter Dilettant. Ich schreib Parolen in dein Schlafzimmer und wickel dein Verstand. Yeah. Davon hab ich geträumt, aber da war es sexuell. Schönste Kompliment war immer erst Beleidigung und sie ist noch immer die beste Verteidigung. Ich mach auch künstlich interessiert, Studenten denken, ich wär nett. Doch wenn ich wär's, ich bin verdammt, der riecht dein Kopf wie ne Toilette. Schönste Kompliment war immer erst Beleidigung und sie ist noch immer die beste Verteidigung. Ich bin poetisch wie politisch interessanter Dilettant. Ich schreib Parolen in dein Schlafzimmer und wickel dein Verstand. Wieso verschenkt einer, der so tanzt, sein Talent vor ein paar Junkies?